herzlich willkommen, ihr Eulenfreunde. Ja, herzlich willkommen, Eulenfreunde, zurück zu Pokémon. Karmesin. Ich habe jedes Mal Pokémon Mystery Dungeon im Kopf. Ich weiß nicht warum. Ich habe, glaube ich, Entzug. Ich bin einfach auf dem Entzug. So, wir gehen den Weg hier entlang. Holen uns das Pokécenter. Dann gehen wir hier nach links. Und gehen zu der Arena. Die nächste Arena wartet auf uns. Erkunden werden wir hier die südliche Zone 2 später machen. Das machen wir, nachdem wir alle Orden haben. Weil wir viel zu overpowered sind und ich brauche Trugschlag. Was bist du denn? Ah! Hallo! Was bist du denn? Ein Mobtief. Oh, das ist ja schön, das Pokémon. Meine Switch rastet gerade aus. Ich muss sie mal kurz einmal ausmachen und wieder anmachen. So, jetzt müsste sie, glaube ich, wieder gehen. Ja, ich weiß nicht, zwischendurch ist sie sau laut. Also der Lüfter kann natürlich auch von dem Alter liegen. An dem Alter liegen. Aber wir fangen dieses Mobtief. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Typ Feuer vielleicht? Aber wir haben Feuer-Pokémon, deswegen brauchen wir es eigentlich nicht. Mobtief, Halbstark-Pokémon. Es blickt stets finster drein, um von anderen ernst genommen zu werden. Doch selbst weinende Kinder fangen bei seinem Anblick an zu lachen. Oh mein Gott, ist das gemein. Der ist doch voll süß. Ich finde ihn süß. Ich hab nichts gegen dich. Na. Überhaupt nicht. Oh, Staralilis, hallo. Hier, Pokéball. Sehr schön. Ach, easy peasy. Die Pokémon gehen ja noch zu fangen. Das ist ganz gut. Staralili, das Star-Pokémon. Auf der Suche nach Käfer-Pokémon fliegen Schwärme von ihnen durchs Land. Ihr Ruf erzeugt großen Lärm. Sehr, sehr schön. Zack. Oh. Ach Mann, ey. Geht doch weg von mir, bitte. Ihr gebt mir eh keine Erfahrungspunkte. Ihr gebt mir schon Erfahrungspunkte, aber nicht viele. Deshalb bleibt bitte weg von mir, danke. Und Shiny nehme ich aber immer gerne. Oh, Mankey. Hi, Mankey. Dich gibt's hier auch. Oh, schon auf Stufe 15. Guck mal, einfach 6 Level besser. Sehr schön, dich haben wir auch. Nice. By the way, ich habe mir die exklusiven Pokémon immer noch nicht angeschaut. Mankey, das Schweinsaffen-Pokémon. Es lebt mit Artgenossen in Baumkronen. Verliert es sie aus den Augen, wird es vor Einsamkeit sofort zornig. Ah. Oh, das ist Wuffels. Wir haben Wuffels gefunden, endlich. Das Wuffels. Hi, Wuffel. Oh. Nein, Wuffels, bleib hier. Bleib hier, Wuffels. Flucht. Wuffels. Nein, stopp. Stopp, 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 stopp. Oh Gott, Glück gehabt. Ja, komm mal in mein Team, bitte. Ich brauche dich. We need you. Ich überlege gerade, ob ich hier anderes Pokémon in mein Team reintun soll. Weil es ist ja hier schon alles ziemlich bisschen schwach. Wuffels, das Welpen-Pokémon. Wuffels ist sehr zutraulich, solange es jung ist. Mit dem Alter wird es zunehmend wilder, doch es bleibt seinem Trainer auf ewig verbunden.
Sehr schön. Tolles Pokémon. Tolles Pokémon. So, hier mein Trainer. Ich guck mal eben ganz kurz in meiner Pokémon-Box. Ob wir vielleicht irgendwas austauschen. Ich guck mal in der ersten Box nach. Ob wir hier irgendwas entwickeln wollen. Könnten Nebulak entwickeln. Weil so bringt das alles gar nichts. Ich tue mal Famipieps erstmal raus. Schlickter kann sich auch entwickeln, aber ich weiß nicht wie. Sonkern zu Ultragaria. Hallupenio kann auch erstmal raus. Ja, nehmen wir die zweimal mit, würde ich sagen. Dich habe ich schon an der Akademie gesehen. Du bist vor kurzem hierher gezogen, nicht wahr? Alter, was bist du denn für ein Stalker? Nee, nee, nee. Datiri. Mach Loderlied. Aber gute Wahl. Gute Wahl. Irgendwann wirst du ganz stark sein mit dem Pokémon. Oh, das war schon toll. Oh, guck mal, er applaudiert mir. Oh, das ist ja nett. Danke. Was bist du denn? Bist du ein Windel-Pokémon oder was? Was ist das denn? Ein Chilingel. Oh, das sieht ja niedlich aus. Tschüss, Nebulak. Nee, Schluss, Sonnenkern. Oh mein Gott, was bist du? Chilingel. Pflanze? Chilingel, das Habanero-Pokémon. Ah, das ist die Vorentwicklung. Je länger es Sonnenlicht tankt, desto intensiver werden die Schadstoffe in seinem Körper. Und umso pikanter fallen seine Attacken aus. Ah, das ist... Oder? Wir gucken mal eben. Ja, das ist die Vorentwicklung. Okay, dann brauchen wir dich nicht. Sehr schön. Na, euch kenne ich ja. Wuffels, Wuffels, Wuffels. Vampi haben wir bereits. Kleinen Trank. Achso, du bist auch das Ding. Sonntag, cool. Heute ist kein Sonntag. Glaube ich zumindest. Warte, war hier was? Nee. Manchmal bildet man sich hier Sachen ein. Ich bin mal gespannt, wie es später ist. Später müssen wir auf jeden Fall Ditto suchen. Das wird, glaube ich, eine Qual werden. Ich habe gehört, zum Beispiel in einem Schwarm, wenn da irgendwie ein anderes Pokémon ist, angenommen, da sind 4 Evolis im Schwarm und ein Donphan, dann heißt das eigentlich, dass das mit großer Wahrscheinlichkeit ein Ditto ist. Hier haben wir Barschuft. Haben wir noch was anderes? Ne. Da haben wir auch dieses Viech wieder. Mankey hat auf jeden Fall Spaß. Ich kann mir ganz gut vorstellen, in der Zukunft, dass die Pokémon auch untereinander reagieren. Dass zum Beispiel Mankey mit einem Wuffelt spielt oder so. Okay, Mankey vielleicht jetzt eher weniger. Aber so generell könnte ich mir das ganz gut vorstellen für die Zukunft von Pokémon. Weil die Pokémon, die bewegen sich ja echt schon sehr, sehr schön in der Open World herum.
Das muss man auf jeden Fall sagen. Wehe, Wind, wehe. Die westliche Zone 1 wird vom Wind beherrscht. Wusch, wusch. Okay. Und ich muss... Oh, ich muss eigentlich gleich mal was trinken. Ich habe heute noch nicht so viel getrunken. Ich denke mal, wer hupt hier? Aber es ist das Pokémon. Jetzt nimm mir doch den Wind weg, Mann. Oder so, keine Ahnung. Da hinten ist auf jeden Fall was. Kann man das erkennen? Bammelin ist das. Oh, hier sind ganz viele Bammelins. Mankeys. Aber ein Wuffel. Weißt du? So. Bist du ein echtes Wuffel? Ich glaube ja. Ja, bist du. Oh. Okay, dann tschüss. Dann tschüss. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das Bammelina unbedingt haben möchte. Ist auch ein Bammelin. Ganz viele Endons. Jetzt sind wir hier. Okay. Hi. Hey du, ich bin per Anhalter unterwegs. Kannst du mich auf deinem Reit-Pokémon mitnehmen? Nein. Sorry, keine. Ja, nee, geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Vor allem, was hast du denn mit den Pilzen vor? Hier, Loderlied. Ganz schön mitgenommen. Oh mein Gott, Leute, am Freitag machen wir wahrscheinlich nochmal einen Spieleabend. Und ich werde ein Spiel mitnehmen, das ist, also einmal werde ich Mario Party mitnehmen. Und dann werde ich so ein Kartenspiel, so ein Kennenlernen-Kartenspiel mitnehmen. Und das wird wahrscheinlich sehr, sehr unangenehm werden. Kommen dann viele Wahrheiten raus. Ich sag's euch. Okay, wir sind in der Nee, ist doch keine Stadt. Hallo. Wie bekommt man Trugschlag? Wir schauen jetzt, ob wir Hyperbälle kaufen können. Denn das haben wir gestern nicht gemacht. Ja, ich will Hyperbälle. Hyperbälle sind da. Oh, Tauchball auch. Ich kaufe mal 10 Tauchbälle. Oh, Hyperbälle sind sogar preiswert. Nee, ich will eigentlich nicht. So, wir kaufen 51. Ich will nichts mit LP bezahlen. Ich habe Angst, was man mit LP machen kann. Momentan kann man ja noch mit allem alles machen. So. TMs herstellen. Kann ich auch suchen eigentlich? Nee, kann ich nicht. Aber es ist eine normale Attacke. Gucken wir hier mal eben. Ach, das war... Was sind die normalen Attacken? Mehr haben wir nicht. Schade. Ist natürlich belastend. Ich glaube, wir gehen daher, ne? Zur Arena? Wo ist denn die Arena?
wohin wollen wir? Das ist mein Ziel, ne? Ja. Heißt, wir gehen hier unten her. Ah, okay. Okay, wir gehen den Weg. Da, glaube ich. Da hinten ist aber auf jeden Fall die Stadt. Das ist unser großes Ziel. Aber jetzt will ich mir das Item hier. Die Elektroball. Ist aber hier eine Schlucht. Muss ich hier außen rumgehen? Oder sind da Windmühlen? Hab ich ja gar nicht gesehen. Ja, zu euch komme ich später. Ich gehe jetzt erstmal nach links. Aber erst besiege ich hier den Typen. Oder die Frau. Wenn ich gewinne, musst du meinen CD kaufen. Valentina. Hallo, Valentina. Du siehst gar nicht aus wie eine Musikerin. Aber hast ein Mauzi. Okay. Bitte mach keinen Zahltag. Ich brauche mein Geld. Danke. Die Attacke erinnert mich immer an den Kampf zwischen Minerva McGonagall und Professor Snape in der großen Halle. Als Minerva mit ihren Vögel in Incendio angegriffen hat. Das war cool. Und episch. Da, da, da. Ja, wir müssen ja eh hier nochmal zurück. Auf der Rücktür gehen wir dann halt auf der anderen Seite entlang. Ich überlege mir gerade, ob wir den Berg da hochgehen sollen. Aber, ja, komm, machen wir mal. Da wäre noch ein Kind. Wuffi. Und jetzt stellt euch mal dieses Spiel vor, mit einer Grafik von Zelda Breath of the Wild. Also, was Schöneres gibt es dann quasi gar nicht mehr. Ich bin so gespannt auf Zelda. Ich hoffe, wir haben dieses Spiel durch, wenn Hogwarts Legacy rauskommt. Weil, ich würde sagen, wir sind jetzt aktuell vielleicht so bei 60-70%. Und wir müssen dann anschließend noch den Pokédex füllen. Also, so schätze ich das zumindest ein. Und wir haben ja schon Dezember. Ja. Und im Januar kommt Forspoken raus. Und Februar ist es dann soweit. Hogwarts Legacy. Da, Hogwarts Legacy werde ich aber wahrscheinlich streamen. Wahrscheinlich. Oder ich werde 3-Stunden-Parts hochladen. Das weiß ich gar nicht. Aber wer schaut sich dann 3 Stunden an, ne? Dann lieber streamen, glaube ich. Gegenstoß. Sehr gut. Dann machen wir mal Schlecker, glaube ich, weg. Dididim. Cravaloro. Nö, kämpfen wir weiter. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ach, das ist das. Okay. Ich kenn's doch. Oh, er klatscht. Danke. Du bist eindeutig ein Trainer. Ja, danke. Das wusste ich auch schon vorher. Aber trotzdem danke für die Anerkennung. Standpauke, okay? Oh, das schläft. So. Da, zack. Die Aussicht von hier sein könnte auch schön sein, wenn das Spiel schön wäre. Guck mal, da oben waren wir.
erst vor 2-3 Parts im Schneegebiet. Jetzt sind wir hier. Und springen jetzt hier runter. Whee! Ne, nochmal runter. Sehr schön. So, hier hinten ist noch ein Kind. Das machen wir eben platt. Oh, ist kein Kind. Ist genauso groß wie ich. Das Gebiet davon ist gefährlich. Die Pokémon dort sind super stark. Ich bin gespannt. Witzigel. Oh, hi. Dich gibt's also doch hier. Ich glaube, dich haben wir auch einmal auf der Karte gesehen. Du bist aber nicht sonderlich stark. Wenn ich das mal sagen darf. Okay, das war schon. Du bist ja noch gefährlicher. Ja, danke. Danke für das Kompliment. Ich hole das Item mal eben hier rechts. Kommt jetzt die erste richtige große Höhle? Scheint so. Oh, das ist echt eine große Höhle. Meditai haben wir noch nicht. Level 20 oder was? Oh. Oh, Überraschung. Überraschung, ihr seid ja echt relativ stark hier. So, super, Ball. Ich hoffe, der reicht. Sehr schön. So, Apollo könnte, glaube ich, jetzt schon die Erfahrungspunkte haben. Nee, doch nicht. Rasierblatt, sehr schön. Meditai, das Meditations-Pokémon. Es vergisst nie sein tägliches Yoga-Training. Durch Meditation erhöht es seine innere Stärke. Zack. Sehr schön. Nee, komm, lauf. Dick-Dri. Oh, hier ist Reflex. Scheint nicht so beeindruckt zu sein. Aber wir machen es trotzdem fertig. Mit Biss. Oh nein. Mann, wieso vergiftest du mich denn? Was habe ich dir angetan? Naja, immerhin haben wir jetzt Hyperbälle. So, komm in deinen Pokéball. Was? Griffix? Bleib drinne! Griffix, du bleibst drinne, ja? Bitte. Einfach drin bleiben. Fühl die Wärme in dir. Schade. Schade, schade. Wir könnten Erstauner versuchen. Falls wir als erstes angreifen können. Dass wir ihn auf Rot kriegen. Ja, sehr schön. Sehr gut. Das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Es war so geplant. Kryospino, hallo, komm mal raus bitte. Hinter uns ist auch das andere Reflex. So, Hyperball. Danke. Dididim. Nee, Groll brauchst du nicht zu lernen.
Effex, das Hochform Punk-Pokémon. Wenn es Elektrizität absondert und dabei giftigen Schweiß verspritzt, so erklingt in der Umgebung eine Melodie wie von einer Gitarre. So. Hier ist noch das andere. Das holen wir uns auch mal eben. Eiszahn. Oh nein. Ich hasse Verwirrung. Das war klar. Oh mein Gott, fast die Hälfte abgezogen. Ich raste aus. Ich hole mir einen Tee. Ich hoffe, ihr hört den Wasserkocher nicht. Daran habe ich nämlich jetzt nicht gedacht. Sehr gut, ist zurückgeschreckt. Dann mache ich jetzt Funkensprung. Sehr schön. Sehr gut. Können wir jetzt Hyperball machen. Hyperball, Hyperball, fang das Reflex ein. Oh, scheiße. Aber ich mach mir gleich Spaghetti Bolognese. I love it. Ich freue mich schon. So, komm, bitte bleib drin. Ach Mann, Reflex. Was soll denn das? Du sollst drin bleiben. Einfach drin bleiben. I don't see your problem. Oh, nächste Woche gibt. Ach nee. Vergiss es. Vergiss es. Sehr schön. Sorgensam, ja, kannst du erklären. So, genau. Was soll ich da denn so? Ach, Kapuno in der Wand. Ein Kapuno in der Wand. Die Frage ist, wie weit bin ich jetzt noch weg? Da so hoch springen kann ich, glaube ich, nicht. Oder? Oh mein Gott. Kann ich? Null. So, dich nehme ich mit. Ich guck nur hier ein bisschen rum. Ich sehe auch deine Zukunft. Guck mal, ob das Shiny sind. Es kann überall ein Shiny sein, Leute.
Und ich suche Trugschlag. Ganz, ganz wichtig. Okay, da komme ich nicht hoch. Mehr hoch. Ist das hier eigentlich eine Sackgasse? Nee, ne? Ich glaube nicht. Oh Gott. So. Oh, da hinten ist noch was. Oh Gott, geh weg. Weg da. Lavita. Finsterball. Okay. Scheiße, scheiße. Oh mein Gott. War das knapp. Trainer, ne, ich kann momentan nicht gegen euch kämpfen. Es tut mir leid. Ich habe kaum noch ein Pokémon. Ich muss jetzt hier irgendwie durchkommen. Da unten ist auch so ein großer Raum. Als ob hier irgendwelche Legis, weißt du, so viel Platz brauchen. Auf jeden Fall sind wir in der Nähe der Stadt, so wie ich das auf der Map sehe. Da haben wir sogar Pupita. Mediti. Pupita. Ja, ihr seid alle hier. Oh Gott. Einmal hochspringen. Da geht's, glaube ich, dann raus. Da oben haben wir aber noch was. Steinknochen. Okay. Ja, das Wetter sieht super aus heute. Sehr, sehr gut. Oh, ist das hell. Oh Gott. Aha, hier gibt es Mobitesse und diese komischen Schlüssel. Aber ich muss erstmal heilen. Pokécenter, komm her. Ich guck mal eben, wie viele Minuten wir haben. 33, okay. 7 Minuten gehen noch. Mann, Ruhe da draußen. Ihr fangt immer an, wenn ich aufnehme. Schrecklich. Schrecklich. So, wir gehen mal hier eben durch die Zone mal hier kurz gucken. Oh, da sind die Pixelmonster von Rot oder sowas. Was bist du denn? Ah, ich komm runter. Okay. Hallo. AD-Bomb. Was auch immer du bist. Felsgrab. Oh Gott, Gestein bist du. Oh mein Gott. Hör auf. Biss. Ah, ich darf keine Attacke zweimal benutzen. Ja, ja, danke, danke. Oh, das war nicht so effektiv. Nochmal Biss. Ach, scheiße, kann ich ja nicht. Kann ich ja... Doch, ich kann Pokéball werfen. Ich dachte, ich war kurz verwirrt. Och Mann, ey. Doch nicht ausbrechen. Wer hat dir das denn beigebracht? Komm, bleib jetzt drin.
Neue Pokémon müssen drinnen bleiben. Boah, Baustelle, haltet die Klappe. Es wird immer lauter, Leute. Es wird immer lauter. Ich mache jetzt Erstauner, ey. Damit das auf Rot kommt. Es wäre mein Delfini stirbt direkt. Das geht. So, mach Erstauner, danke. Ach, ist noch nicht auf Rot. Nochmal, bitte. Oh, das ist ein Felinara. Alter. Geh auf Rot. Ich raste aus. Felsgrab. Ich kann nur kackisch machen. Kampf mit... Oh, das ist wahrscheinlich zu stark. Ich muss Hyperball machen. Bitte bleib drin, bitte. Danke. Dududum. Fluch, nein, danke. Adeboom, das Abwurf-Pokémon. Zum Spaß füllt es seine Schürze aus Brustgefieder und ausgefallenen Federn mit allerlei Dingen, nur um diese von hoch oben wieder fallen zu lassen. Sehr interessant. Oh, ist eine Einzelform. Okay. Interessant. So, Felinara, wo bist denn du hin? Ah, du bist jetzt abgehauen, ne? Schade, Felinara. Aber jetzt weiß ich zumindest, wo es dich gibt. So, Morbitesse. Hi. An die Hypno-Morba. Hypnose ist fehlgeschlagen. Hihihihi. So, Biss müsste reichen. Obwohl, du bist Psycho, ne? Das reicht ja auf jeden Fall. Ja, geil. Sehr schön. Sehr schön. Gigasauger, ja, kannst du mal erlernen. Auch wenn ich dich nie spielen werde, Sonnenkern. Aber, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich meinen Sonnenstein für dich gleich verschwenden möchte oder nicht. Boah, das ist schon fies, oder? Das ist echt fies. Ich entschuldige mich, Sonnenfell. Sonnenfell. Sonnenkern. So, Protzer. Wir gehen hier noch ein bisschen weiter. Gucken. Zumindest in dem Part. Im nächsten Part machen wir dann die Arena. Ich hoffe, dann ist es draußen noch ein bisschen leiser. Da, da, da. Dich haben wir, oder? Flöte? Ja, dich haben wir, meine ich. Ja. Dann Flucht. Gut, dass auch gutes Training gewesen wäre, so ist es ja nicht. Reflexe gibt es ja also auch. Reflex, Militei. Pampros. Was gibt's hier? Pampui, nee, habe ich schon. Brauche ich jetzt nicht. Ach, von da hinten sind wir vorhin gekommen. Oh, das ist ein Schieferturm. Im Wasser. Und ein Dingsi-Bums. Da hinten ist Carpador, ne? Ja. Kann man hier hoch? Wo sieht denn er aus? Man soll hier wohl drauf springen.
Dann probieren wir das mal. Ui, hat geklappt. Donner. Oh, cool. Hat sich sogar gelohnt. Das hat nicht so gut geklappt. Aber wir sind noch da. Von hier sind wir aber nicht gekommen, ne? Ne. Gut. Matschbombe, oh geil. Matschbombe ist super. Haben wir hier Tuchschlag? Ich will immer noch Tuchschlag haben. Orkan, oh, auch sehr stark. Tapete, ja, geht so. Einen kleinen Trainer. Pokepuppe, geil. Die Beiler. Oh, warte, die haben wir hier auch. Okay. De. Ich finde es auch in Ordnung, dass man nicht mehr gegen die Trainer kämpfen muss. Man bekommt zwar dann Belohnungen, wenn man es macht, aber man muss nicht mehr. Das finde ich in Ordnung. Weil manchmal ist man ja in so Situationen, da sind dann noch zwei Trainer vor allem, aber man hat kein Pokémon mehr und man hat keine Lust dann nochmal zum Pokécenter zu laufen. Das Kramchef, das ist eigentlich unsere Chance, ne? Nee. Da, jetzt haben wir es. Hallo, Kramchef. Hier, kriegst ein Eiszein. Sehr schön. Ja, ja. Mach mal Ränkeschmiede. Das ist in Ordnung für mich. Aber dafür fange ich dich, ja? Oh, hallo? Hörst du mal bitte auf? Was brechen Sie denn aus meinem Pokéball? Verstehe ich nicht. So, jetzt aber rein mit dir. Oh, Kramchef, jetzt hör auf. Mann, ey. Oh mein Gott, machst du Damage. Kramchef, hör jetzt auf. Mach nicht so böse Sachen. Bleib drin. Sehr schön. Sehr schön. Wann entwickelt sich der Nebulak? Kramchef, das Anführer-Pokémon. Kramchef kennt keine Erbarmen. Man sagt einem untergebenen Kramwuchs, verzeihe es niemals einen Fehler. Oh, hart. Ich dachte, auf 21 entwickelt sich, Dingsi-Bumsi. Flucht. Die sehen alle gleich aus. Wir haben einen ganz, ganz besonderen Raid, glaube ich. Luxio. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Och, Alter. Ihr nervt mich hier wirklich alle, ne? Eiszahn. Mach ihn weg. Okay, er macht dich weg. Dann lass uns weglaufen. Flucht. Gut, Leute. Das war's mit dem Part. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann machen wir die Arena hier vorne. Irgendwo. Also da müsste eine Arena sein, glaube ich. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Dann. Ciao. Bella. Ich beende den Part mal wieder hier.